Ogugumoto. Yo, neues Video von Drehmoment. Hallo aus der Drehmomenthalle. Heute geht's weiter. Ein kleines bisschen Update vom roten E36 Ringtool Projekt. Und da zeigen wir euch mal, was in der Zwischenzeit passiert ist, weil ich war ein bisschen fleißig. Ich komm mal runter. Gerlo, wenn ihr Bock habt, ne? Wir haben hier noch heißen Merch. Zieht's euch rein. Guckt auf die Webseite. Die Felgen gibt's nicht zu kaufen. So, jetzt versteht ihr mich wahrscheinlich auch besser. Also kurzes Update zum Auto. Wie ihr seht, ziemlich leer momentan. Kleiner Blick in den Fahrgastraum. Und ich hoffe, man erkennt es gegenüber vorher. So sah das Ganze ja vorher aus, nämlich da, wo die Bitumenmatten rausgenommen wurden, war überall grau, dreckig und minimaler Rostansatz. Also Flugrost einfach von der Benutzung. Deswegen gesamte Innenraum neu gestrichen, in dem Fall tatsächlich mit günstigem Hamarit in Rot. Und außen, ich hoffe, man erkennt es, Radkästen und hinten das ganze Heck, auch zum Teil schon der Unterboden, gestrichen mit Pronto Corrux. Mensch, sieht ja aus wie neu. Ja, absoluter Neuwagen. Nee, aber vor allem ging es darum, einfach Rostsuche. Und tatsächlich habe ich auch nochmal Rost entdeckt. Hier haben wir so ein kleines Beispiel, warum ich die ganzen Radkästen sauber gemacht habe und überall da, wo verdachtsvoll war, abgeschliffen habe. Das ist jetzt tatsächlich die schlimmste Stelle, die ich leider ganz zum Schluss gefunden habe durch Zufall. Aber hier werde ich jetzt die Kirche im Dorf lassen, abgeschliffen, sauber, also wirklich bis aufs Blech, mit Overtrol eingestrichen, einwirken lassen, mindestens einen Tag. Und dann kommt Vertan, so eine graue Grundierung drauf, 1K. Und danach, wenn das getrocknet ist, Pronto Corrux 3 in 1. Und dann hat man an der Stelle wirklich einen guten Rostschutz und es rostet zumindest nicht weiter. Von innen, da wo man dann nicht reinkommt, ich werde alle Hohlräume mit Wachs vollstrahlen und dann sollte ich eigentlich überall Ruhe haben. Aber einfach mal so Vorgehensweise, wenn es günstig bleiben soll, wenn man nicht schweißen kann, so wie ich, oder nicht schweißen will. Ich kann es eigentlich ein bisschen, habe aber kein Schweißgerät. Und es ist schon lange her, wo ich das mal gelernt habe. Auf jeden Fall habe ich dann aber bei den Stellen, wo ich unbedingt geschweißt haben wollte, war ich drüben beim Rüdiger und habe hier diese Ablaufdeckel, die kennt ihr alle von BMW, E36, E30, die braucht ja kein Mensch mehr, entfernt, also einfach rausgetrennt. Und weil meistens rostet es dadurch, ihr habt Feuchtigkeit im Innenraum, Teppich, und die habe ich zuschweißen lassen. Insgesamt waren es mit Kofferraum, Reserveradmulde, ich glaube 9 Deckel, einschweißen lassen, wirklich perfekt gemacht und auch das gleiche wieder Vertan drauf, 1K Grundierung und dann Pronto Corrux, damit da auch am Unterboden, das war mir am wichtigsten, wirklich Ruhe ist. Das jetzt mit dem Radlauf eben gezeigt, das werde ich jetzt einfach im Blick haben, wie sich das entwickelt. Ist jetzt aber auch die einzige wirkliche Roststelle, die ich noch gefunden habe. Ansonsten nur im Heckblech, hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Jeder kennt die Stelle unter der Kofferraumdichtung. Auch da das Gleiche behandelt und dann sollte da lange, lange Ruhe sein. Hier werde ich jetzt nicht weiter eskalieren. Ich habe schon viel zu viel gemacht. Ich werde jetzt nicht den Auspuff abbauen. Ich werde nicht die Spritleitung rausholen. Ja, das wäre zu viel des Guten. Deswegen, die bleiben jetzt drin. Und einfach alles weitere sauber halten, in Beobachtung halten und dann sollte hier rostmäßig wirklich Ruhe sein an dem Auto. Wir gehen wieder hoch. Auto wurde mittlerweile einmal poliert. Auch nur ein Schnelldurchlauf, aber es hat schon sehr, sehr viel gebracht. Hat er schon gut gemacht. Vor allem kommt ja dann in Kürze unser Design aufs Auto. Da dürft ihr weiterhin sehr gespannt sein. Jetzt zeigen wir euch einfach mal, was ich auf Instagram dokumentiert habe, das ist ein bisschen Gewichtsreduzierung. Selbst vom Rallye-Auto jetzt auf ein Rundstreckenauto, wie viel Gewicht wir da jetzt schon einsparen konnten, durch Weglassen von Dingen, die wir nicht brauchen. Oh, da es sich hier um ein Ex-Rallye-Fahrzeug handelt, soll diese Platte, dieser Unterverschutz aus Edelstahl, aber ziemlich massiv, runter, weil das werden wir auf der Rundstrecke nicht brauchen. Und mal gucken, was das Ding wiegt. Wir liegen nirgends auf. Das Ding ist richtig schwer. 11,3 Kilo. Alter Vater.
Das ist schon heftig. Weiter geht's um Gewicht sparen. Wagenheber muss natürlich raus. Bei der Rallye haben sie mitgenommen. Wieder 2 Kilo. 6 Kilo. Für Sitzschienen. Sorry, aber hier sind noch gescheite Sitzkonsolen dran. Jetzt wiegen wir mal noch den Sitz. So, den Sitz mal draufheben. Also mit Sitzkonsolen 14,15. Und jetzt hole ich mal schnell noch den Beifahrersitz raus. Im Vergleich, das ist ja für normale Körpergröße, so wie es aussieht, wie viel der auf die Waage bringt im Vergleich zu so einem XL-Sitz. Okay, das Ergebnis ist da. Da unten steht's. Immer noch schwerer als erhofft. Auf der Waage beim Wertstoffhof war der Tank ungefähr 30 Liter voller als jetzt. Und ich hatte noch 20 Kilo auf dem Beifahrersitz sitzen. Die fehlen jetzt auch. Das heißt mit viertelvollem Tank und ohne Fahrer, Beifahrer 1230 Kilo. Du schwerer Hund. Alter Vater. So, der ist jetzt noch staubig, aber auch hier ist einiges passiert, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. Die gelben Teile sind alle ich weg. Ich wollte gerade fragen, wo sind die ganzen gelben Teile hin? Wobei ich da immer noch einen Deckel suche, der ist mir momentan bei BMW neu zu kaufen zu teuer. Der ist noch teilweise gelb, aber alle anderen gelben Teile wurden ersetzt. Hier, Thermostat wurde neu abgedichtet, also Thermostatgehäuse. Servoölbehälter ausgebaut. Der sitzt ja beim E36 richtig schön. Ding ausgebaut, neu abgedichtet. Typisches Problem, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die irgendwas mit E fahren. E39, E36, E30 und so weiter. Auch da eine ganz einfache Version, also nichts neu gekauft, außer zwei neue Schellen. Einfach mit Dirco, also leer gemacht, sauber gemacht, mit Dirco HT die Leitung neu eingeklebt und oben bei BMW für 30 Cent eine neue Dichtung vom Öl. Deckel, also vom Servoöldeckel gekauft, fertig, für die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall dicht oder länger. Das als kleinen Tipp nebenbei. Die Verstärkung, also hier vom Dom, da wurden die Verstärkungsplatten eingeschweißt, die auch gestrichen, damit es hübsch aussieht. Auch hier nach Rost gesucht, aber im Motorraum wirklich gar kein Rost, was echt geil ist. Sämtliche mögliche Falschluftquellen beseitigt, also alle Schläuche neu. Kurbelgehäuseentlüftung, alles was hier zum, auch hier den Faltenbalg ersetzt und alle Leitungen, die zum Faltenbalg gehen, zum Leerlaufregler gehen, alles neu. Und wirklich den Serienzustand vom Motor, also die 193, 192 PS zu haben und mögliche Fehlerquellen von vornherein auszuschließen. Mit dem werden wir natürlich auch auf den Prüfstand fahren, sobald das Salz draußen weniger wird. Und ich freue mich mega auf die ersten Testfahrten. Ihr habt es euch ja gewünscht, wir werden viele Außenaufnahmen von dem Auto, von den anderen Autos machen, dass ihr einfach ein paar Fahreindrücke mitbekommt. Und dann freue ich mich umso mehr schon auf die GLP. Da muss ich mich noch anmelden. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Ja, dann sollte der Motor ready sein. Fahrwerk ist sowieso ready. Eine Problemstelle haben wir noch. Dann kommen wir schon zum Ende. Vielleicht kann einer von euch helfen, und zwar hier sind, die sind sogar eingetragen, Uniball-Domlager drin, also verstellbare, momentan von TH Technics. Und man hat schon gemerkt, bei der ersten Probefahrt, damals noch mit Udo, beim Einlenken knackt es vorne in der Lenkung. Und da hat man sofort gemerkt, es kommt irgendwie aus dem Bereich Feder, Federbein. Und ich hatte die draußen, weil ich ja hier die Dome auch innen drin abgeschliffen und neu lackiert habe, also Rostschutz.
Und dann habe ich gesehen beim Aus- und vor allem beim Einbau, dass das rechte Domlager, da bin ich gespannt, ob jemand von euch einen Tipp hat, dass das rechte Domlager die drei Stehbolzen, die Gewindestangen, die ne, Schrauben, dass die verzogen sind. Also die stehen in sich verkrümmt. Deswegen hat man die kaum reinbekommen wieder in die Löcher. Und die Platte vom Domlager ist verbogen. Ohne dass der Udo einen Unfall hatte, zumindest vielleicht beim Vorbesitzer, also vor 12 Jahren mal, das weiß jetzt natürlich keiner mehr, aber in der Zeit von Udo war nichts. Jetzt die Frage an euch, hattet ihr sowas schon mal, verzogenes Domlager? Wie gesagt, TR Technics ist jetzt nicht gerade hochpreisig. Kann das da passieren? Und zweitens hat mir der gute Udo, keine Ahnung wie er rangekommen ist, von Carsport ein Domlager mitgegeben, neu, allerdings nur eins und auch ohne Befestigungsmaterial. Ich habe bei Kartech, die vertreiben das Ganze, angefragt, kann ich ein einzelnes kaufen, weil neu kostet das Pärchen, ich glaube 260 Euro. Kann ich und will ich im Moment nicht ausgeben, vor allem wenn ich ein neues habe. Habe ich angefragt, kann ich ein einzelnes haben? Und die haben gesagt, nö, nur als Pärchen. Ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Hat jemand von euch ein einzelnes rumliegen? Von mir ist auch ein gutes gebrauchtes natürlich. Wäre ich sehr dankbar für, oder ein anderes Pärchen gebraucht gerne, weil ansonsten im Moment bei eBay Kleinanzeigen nichts wirklich auf dem Markt. Genau, da wäre ich dankbar, aber vor allem für Tipps, wie kann das sein, dass sich ein Domlager verzieht? Also die Platte vom Domlager. Da bin ich einfach neugierig, weil solche Fehler würde man gern für die Zukunft natürlich ausschließen und vielleicht auch Tipps weitergeben an die Community. Genau, ansonsten noch zu tun, also Innenausstattung, die Sitze wieder rein, die neuen Sitze, die müssen wir euch noch zeigen. Ganz zum Schluss, Sitze wieder rein, Öldrucksensor, der ist zwar schon verbaut und noch verkabelt, aber da muss noch ein Anzeigeinstrument innen rein und fertig verkabeln und auch Öltemperatur muss noch Anzeigeinstrument rein und fertig verkabeln und dann sind wir wirklich ready. Dann ist alles, so wie ich es haben wollte, ein günstiges Ringtool, einsatzbereit. Und dann kann es eigentlich losgehen. Sitze zeigen wir euch. Aber nochmal, bevor ihr fragt, natürlich werden auch kleinere Dinge noch gemacht, die Bremssättel noch lackieren. Alles günstig, das will ich alles selber machen. Und auch testen, wie lange es hält natürlich. Die Türgriffe werden natürlich auch wieder schwarz. Gefällt mir nicht. Also bevor einer fragt und sich denkt, wie kann der sowas lassen, das ist doch easy gemacht. Das wird gemacht, aber das wollte ich jetzt nicht groß aufzählen. So kleine Dinge, den Auspuff mal ab, sauber machen und wahrscheinlich auch lackieren. Auf jeden Fall, dass das Ding wirklich ordentlich aussieht. So, und jetzt zeigen wir euch noch die Sitze. Vielen Dank mal wieder an Luca. Das ist irgendwie langsam mein Teilehändler des Vertrauens geworden. Zwei gebrauchte, aber außer dass sie jetzt gerade schmutzig sind von den Schleifarbeiten hier, zwei gebrauchte, aber fast neuwertige Sparco Sprintsitze. Die FIA-Homologation ist sogar noch gültig, oder die Gültigkeit. Zertifizieren. Ja. Nennt sich das? Die haben so ein Ablaufdatum und das ist sogar noch gültig. Das heißt, die können nicht alt sein. Und das zeigt auch der Zustand. Und schön dabei, gleich mit Vichas Sitzkonsolen, verstellbar nach vorne und hinten. Weil ich möchte die GLP fahren mit verschiedenen Beifahrern, beziehungsweise wir tauschen uns bei der GLP ab. Ich fahre 4 Runden. Oder 5 mit Einlaufrunden, mit Einfahrrunde. Und mein Beifahrer darf dann auch 5 Runden fahren. Also es werden Leute vom Drehmoment-Team sein, die ich da mitnehme. Geplant ist, dass Dennis der Erste ist, der dabei ist. Deswegen war wichtig, verstellbare Sitzkonsolen. Ja, das war es jetzt erstmal als kleines Update zum Projekt E36. Und ich bin mega heiß drauf. Ich freue mich so auf die ersten Fahrten, wirklich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wir werden noch viel Blödsinn damit machen, verspreche ich. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und schreibt mal was wegen der Domlage, ob ihr da was wisst. Und ansonsten liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.